Oh ne, da ist eine Hexe. Die bringt mir actually gar nichts. Außer, dass sie mir Tränke ins Gesicht wirft. Von daher. Lass dich mal die Hexe Hexe sein. So. Die zwei lassen wir auch nochmal da. Wie viel Leder haben wir denn? 13 haben wir bis jetzt, okay. 13 Leder klingt doch schon mal ganz gut. Für den Anfang. Was meinst du, Anja? Mit sieht doch keiner? Das ist dieser Moment, wenn man vergisst im Stream, was man selbst gesagt hat. Und dann durch den Delay schreibt noch jemand irgendwas und man selbst hat schon wieder keine Ahnung mehr. Sowas nennt man auch Inkompetenz. Na, das ist auch mein zweiter Name. Ich wollte es nur gesagt haben. Ach so, sieht keiner, dass ich nackig bin. Schade eigentlich, ne? Eigentlich schade. So. Das ist actually der nervigste Teil, wenn man mit Minecraft neu startet. Das Leder für ein Level 30 Dingens zu bekommen. Kommt es mir nur so vor oder war es jetzt gerade ultra lange Tag? Nee, Anja, mach mich mal bitte nicht mit Essen neidisch. Ich krieg auch schon wieder Hunger. Ich muss mir, wenn ich mit Minecraft fertig bin, auf jeden Fall noch was zu essen machen. Oh je, ein Enderman. Oh Enderman, schau mich bitte nicht so böse an. Ja, das glaube ich dir, dass der lecker ist. Ich dachte, ich hätte den Monster gehört gerade. Ihr wisst, da reagiere ich jetzt allergisch drauf, ne? So. Ich hätte gerne so ein bisschen bergig hier was. Nee, sag jetzt nicht, da ist der Ocean. Nee, ist kein Ocean. Oder? Ist das ein See oder ein Ocean? Genau, ein Bett machst du aus Holz und Wolle. Ich gucke nochmal ganz schnell was im Internet. Eine Sekunde bitte. Ja, hier baue ich mir ein kleines Häuschen rein. Komm. Wir fangen jetzt hier einfach an. Ich finde das hier geil. Hier hast du einen See vor der Haustür, ne?
Jetzt habe ich das wieder zugemacht, ich Trottel. Okay, jetzt ist der Stream gerade einfach ausgegangen. Good job an der Stelle. Starten wir ihn einfach nochmal neu, ne? Hallo, hallo, hallo. Bin ich wieder online? So, der Baum ist schon mal weg. Das ist schön, dass ich wieder da bin. Das freut mich doch. So. Okay. Ja, bei mir ist irgendwie der Stream abgeschmiert. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal sagt er sich, nö. Und dann ist aber Stream weg. Aber die Aufnahme ist weitergelaufen. Ne? Ehre auf jeden Fall. So. So, ich mache erstmal kurz eine Dingens hier. Zack. Da packen wir erstmal ein bisschen was hier rein. Das können wir eigentlich noch gebrauchen. So, so, so. Können wir uns hier nochmal eben eine von machen? Natürlich, ich habe keinen Stein. Doch, ich habe noch Stein. Ich dachte schon, ey. Aber ich habe ja eben so viel abgebaut. Das hätte mich schon gewundert, wenn ich keinen Stein mehr gehabt hätte. Ich will mal was probieren. Und zwar... So. Okay. So, jeder Normale fängt erstmal an, sich sein Haus zu bauen und ich fange direkt mit den Details an.
Ich habe hier nämlich gerade ein Bild offen. Ich will mal gucken. Wenn ich den Eingang ganz cool hinkriege, dann mache ich weiter. Wenn nicht, dann nicht. Dann baue ich was anderes. Wenn der Eingang cool wird. Dann lässt sich auf jeden Fall drüber reden. So. Eventuell fällt es ja irgendwem auf, was ich hier versuche. Okay. Du, Anja, hast eigentlich Lust gleich noch auf eine Runde Valorant? Okay. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch mehr von. So. Zack. So, nee, das ist ja ein Hafschlapp. Okay, hier machen wir den noch hin. Wie kommst denn du darauf, Anja? Wie kommst denn du darauf, dass ich irgendwas aus Herr der Ringe bauen will? Das wüsste ich jetzt ja echt mal gerne. So. Nerv nicht. Och nö. Hallo, Fexit. Ja, das habe ich schon gehört, dass der Kampftag verschoben wird. Weil Dingens irgendwie ein Jubiläum hat, ne? Ne, Anja, das ist nicht das letzte Projekt gewesen, sondern das ist auch immer noch mein Plan. Digga. Ist gut bei dir? Oder einfach eine neue suchen.
So einfach ist das nicht immer, mein guter Frexit. Ich soll eine Story erzählen, okay. Also. Folgendes. Cracky will gestern Villager vermehren. Na? Macht alles eigentlich wie sonst auch immer. Cracky sagt sich irgendwann, okay, sie machen nichts. Ich gehe jetzt in eine Cave rein. Also geht Cracky unter dem Villager-Dorf in eine Cave. Gesagt, getan. Cracky findet eine Cave. Cracky öffnet die Cave, geht rein in die Cave. Cracky steht vor einem Creeper. Cracky killt den Creeper. Plötzlich fängt es an zu laggen, weil von überall plötzlich Monster spawnen. Zack, noch ein Creeper tot. Ende. Na, das hier wird auf jeden Fall jetzt nicht die Mine von Moria, ne? Das ist ja wohl klar. Das sieht man ja, ne? Aber die ist auf jeden Fall noch in Planung, Anja. So. Dann. Ja, oder? Ich finde auch, dass das eine schöne Geschichte war. Also hier scheint eine Höhle zu sein. Das geht mir jetzt ja schon auf die Nerven. So, gut. Eine Real-Life-Geschichte. Was könnte ich denn für eine Real-Life-Geschichte erzählen? In welche Richtung denn? Was würde euch denn interessieren? Ja, ich glaube, so ist besser. Was Spannendes. Auch etwas, was stimmt oder irgendwas Gelogenes? Boah, da erwartest du jetzt auch was von mir hier, Frexit. Eine spannende Geschichte.